Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch den Maschenanschlag aus dem Arbeitsfaden heraus durchgehen. Und zwar gibt es ganz, ganz viele Anschläge, da nimmt man vorher sich Faden ab und macht dann damit den Anschlag. Aber da ist immer das Problem, wie viel Faden nehme ich ab? Wenn wir aber den Anschlag gleich aus dem Arbeitsfaden herausnehmen, das heißt das Stück Faden, was zur Wolle hingeht, haben wir natürlich das Problem nicht. So, für diesen Anschlag nehmen wir unser loses Ende, führen ihn über Daumen und Zeigefinger und legen ihn in die Hand. Ihr seht, er geht hier einfach in die Hand und ein bisschen halte ich ihn hier mit dem kleinen Finger fest. So sieht das von der anderen Seite aus. Die beiden Finger, da läuft der Faden drunter und der kleine Finger hält das lose Ende ein kleines bisschen fest. Ich zeige es euch nochmal. Einfach drüber legen, über Daumen und Zeigefinger, unter den ersten beiden durch und der kleine Finger hält es einfach fest. So, der Arbeitsfaden kommt dann in die Hand und wir spreizen Daumen und Zeigefinger, so dass wir hier oben drauf wie eine kleine Leine haben. Jetzt nehmen wir unsere Stricknadel, gehen mit der Stricknadel unter dem Faden rein. Hier, das ist die Leine zwischen Daumen und Zeigefinger und das ist der Faden, der in die Handfläche führt. Da gehen wir rein, gehen mit der Nadel über unsere Leine drüber, drücken die nach unten weg, machen so eine Halbdrehung. Wir drücken das einfach nach unten weg und drehen die Hand so ein kleines bisschen ein, lösen den Daumen und nehmen uns mit den Daumen gleich das wabbelige Fadenende wieder auf. Das, was wir eben auch schon auf dem Daumen hatten, das nehmen wir gerade einfach gleich wieder auf. Gehen wieder mit der Nadel unter Daumen und Faden rein, hier. Einfach jetzt nach vorne wegkippen, wieder die Halbdrehung, Daumen lösen, festziehen. Masche Nummer 2. So, meine Lieben, wir machen den Anschlag jetzt nochmal ganz nah und ganz langsam. Wir gehen mit unserer Nadel zwischen Daumen und Faden rein, heben den Faden an, holen uns den von hier drüben, dieses Stück Faden, das drücken wir nach unten weg, lösen den Daumen, ziehen mit dem Daumen den Arbeitsfaden wieder straff und haben unsere Masche. Reingehen und anheben. Eine Halbdrehung mit der Hand, einfach so mit der Hand, so eine Halbdrehung. Dann nach vorne wegkippen, Daumen lösen, straff ziehen und Masche. Mit dem Daumen gehe ich jetzt nur noch mal zurück, dass ihr das besser seht. Man muss es eigentlich nicht, wie ihr seht, einfach lösen reicht auch. Reingehen, anheben, nach vorne kippen, Daumen lösen und straff ziehen. Und so könnt ihr euch so viele Maschen anschlagen, wie ihr braucht und müsst vorher nicht den Faden abmessen oder irgendwas, sondern wir ziehen ja unsere Schlaufen direkt aus dem Arbeitsfaden. Und natürlich könnt ihr mit diesen Maschen dann auch sofort losstricken. Das zeige ich euch auch noch schnell. Wie rechte Maschen gestrickt werden, gehen wir später nochmal durch. Hier geht es ja jetzt nur um den Maschenanschlag. Aber für die, die jetzt schon länger stricken, wie ihr seht, ihr könnt mit diesem Maschenanschlag direkt losstricken.
Und schon haben wir hier unsere erste Reihe gestrickt. Und jetzt könnte man so auch sogar noch Maschen zusätzlich aufnehmen, aber das machen wir in einem anderen Video. Hier geht es ja jetzt rein um den Maschenanschlag aus dem Arbeitsfaden. Und das ist so eine von vielen Möglichkeiten. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, der Anschlag macht euch Spaß. Probiert ihn ruhig mal aus. Wir sehen uns zum nächsten Teil unserer kleinen Strickschule. Da gehen wir den nächsten Anschlag durch, weil es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anschläge und ich möchte euch einige davon zeigen. Alle werde ich, denke ich mal, nicht schaffen, weil sonst machen wir ewig lange nur Anschläge. Aber einige möchte ich euch schon zeigen, so dass ihr dann aussuchen könnt, welcher Anschlag für euch das Ideale ist. Probiert es einfach aus und der, der euch dann am besten von der Hand geht, der ist dann euer Maschenanschlag. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, mache ein Winke-Winke in die Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal.